So, endlich mal Grundrezept Gnocchi. Ich habe schon so viele Gnocchi-Rezepte gemacht und das Grundrezept ist auch auf meinem Blog schon seit Ewigkeiten drauf. Aber ich habe noch nie ein Video dazu gemacht. Für zwei Personen, ich habe hier, wie man sieht, 270 sollten es werden, sind 276 Gramm Kartoffeln genommen. Man sagt immer mehlig kochende, ich nehme aber grundsätzlich immer festkochende für alles, weil ich mehlig kochende fast nie verwende, für nichts. Und ihr werdet sehen, natürlich funktionieren Gnocchi auch mit festkochenden Kartoffeln. So, ein Drittel nehme ich dann als Mehl dazu. Und zwar Hartweizenmehl. Man kann theoretisch auch 550er nehmen. Man sieht 276 durch 3 waren 93. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 90 Gramm Hartweizenmehl. Mehl wohlgemerkt, nicht Grieß. Abgewogen und ich betone nochmal, man kann auch anderes Mehl nehmen, aber wie gesagt, mit Hartweizenmehl wird es am leckersten. So, dann werden die Kartoffeln reingepresst und da hinten das Mehl ist nachher nur, damit das alles nicht klebt und so weiter, das soll nicht mehr in die Masse reingearbeitet werden. Das heißt, das Mehl auf der Arbeitsfläche hat nichts mit der Gnocchi-Masse zu tun, sondern das dient dem Verarbeiten. So, ein Eigelb, das heißt, für zwei Personen oder für diese Menge habe ich wirklich nur ein Eigelb genommen, dann reichlich Parmesan, das kann ich nicht in Gramm beziffern. Schwer zu sagen, 50, 60 Gramm, seht es euch das optisch selber an. So, Salz und Pfeffer. Theoretisch kann man auch schon andere Gewürze reinmachen, wenn man das haben will. Ich habe hier auch Muskatnuss reingemacht, frischen Muskatnuss. Muss nicht, kann man machen, muss man nicht. So, dann alles schön miteinander vermengen. Nicht zu stark kneten, sondern relativ sachte damit umgehen, damit das nicht so ganz gepresst wird. Also soll schon eine fluffige Masse bleiben. Auch wenn man das trotzdem natürlich kneten muss, aber nicht zu viel pressen in dem Sinne. So. Und dann ist das fertig. Jetzt kommt eben das andere Mehl zum Tragen. Das brauche ich nur noch zum Verarbeiten. Das soll nicht in die Masse eingearbeitet werden, sozusagen. Ne? So, jetzt erstmal so ein bisschen rollen und dann kann man. Ich habe jetzt hier drei Teile draus gemacht und die werden jeweils ausgerollt in die Dicke, wie man die Gnocchi haben will. Und dann macht man die. Ich verzichte grundsätzlich darauf, die noch schön über eine Gabel oder über so ein Gnocchi-Holz zu machen. Man sagt ja immer, dann nehmen die besser Soße auf. Also meine Gnocchi nehmen auch Soße auf. Da machst du nichts dran. Von daher, wer das aus optischen Gründen machen will, herzlich gerne. Feel free. Ich mache das grundsätzlich nie. So. Man muss, bis man die weiterverarbeitet, echt darauf achten, dass die nicht aneinander kleben, unheimlich viel Mehl dran machen, weil sonst kleben die aneinander und das kann nachher im Wassertopf unangenehme Folgen haben, dass die verklumpen und so weiter. Also wirklich schön viel Mehl dran machen, möglichst auseinander auf den Teller legen, bis die dran kommen. Und das überschüssige Mehl, das bleibt nachher im Kochwasser drin. Es kommt also nicht ins Essen rein. Und da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, dann Salzwasser, Gnocchi rein. Die fallen dann erstmal nach unten oder die sinken nach unten. Und sobald die an die Oberfläche kommen, sind die gar. Wie bei allen anderen Gnocchi auch. Und dann nehme ich die mit einer Schaumkelle raus. Und in diesem Beispiel, also die Grundrezept Gnocchi ist hiermit beendet. Jetzt zeige ich euch noch ein Beispiel, wo ich die reingemacht habe. Also hier mit Champignons, Zwiebeln, Knoblauch in Öl angedünstet und dann schön eingeschwenkt, einen Schuss Weißwein dazu. Und dann hätte man schon ein Gnocchi-Gericht fertig. Super, das war's.